Moin moin und erhebt euch. Mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zurück bei The Outer Worlds. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das Schiff hier hieß. Groundbreaker oder die Station. Und ja, wir haben sich gerade erst die Hälfte erkundet. Ach du Jemine. Gibt ja noch die verschiedensten Ebenen. Krass. Ich weiß gar nicht, wohin sollen. Tagebuch. Begleiterauftrag. Verdammt, wir haben ja viele Aufträge, aber sind die alle hier? Groundbreaker hier auf jeden Fall. Freie Passage, wir sollten ja sowieso erstmal mit den Leuten reden. Gladys sollten wir finden und ich glaube, das machen wir auch erstmal. Wir schauen uns erstmal weiter um. Wir haben ja bisher schon tolle Sachen gefunden. Oh. Werbedrohne. Lots of unsavory types about. Ja, sieht doch ganz cool aus. Wenn es nicht so hässlich überdacht wäre und kaputt wäre, so ein bisschen. Werbedrohne. Super, das wird bestimmt jetzt kommen. It's just me. It hasn't been deader than usual around here. Jeep wants to reduce board traffic. Give tramp freighters more pads. Are there enough tramps in Halcyon to make up the difference? Ja, aus dem Weg. Aus dem Weg. Ich muss alles angucken. Gladys ist ja gleich. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Was ist das? Sie sind auch überall, diese Viecher. Das, nee. Das sind Minen, aber das ist ja ein schöner Müll, der hier liegt. Das ist, kann man mal gebrauchen. Haben wir überhaupt viel Krempel, was wir verkaufen müssen? Aber hier ist ja die Axt. Ist das eine Zweihandwaffe? Ich glaube, die gebe ich mal Pavati hier. Ah, sie hat eine Einhandwaffe. Der Wicker hat eine Zweihandwaffe. Dann kriegt der Wicker auch mal das hier. Die besondere Waffe. Wenn ich ihn später töte oder wegschicke, muss ich aber dem vorher die Waffe wegnehmen. So, Gladys ist ja gleich hier. Scheinen ja nette Leute zu sein. Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient or an oven. Just like store-bought. Tja. Oh, man kann mit der handeln. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. Ja, natürlich müssen wir das machen. Ja, 10.000 Bits haben wir nicht. Wer weiß, ob sie den mag. Vielleicht, wenn wir das nehmen hier, kannst du vielleicht mit dem Preis runtergehen, weil uns der verrückte Professor geschickt hat. Kann ja sein, dass er den nicht mag und dann wird es auf jeden Fall teurer. Über mein Prachtstück.
Hat sich noch nie jemand beschwert. Ja, nehmen wir das mal. Über mein Prachtstück hat sich noch nie jemand beschwert. You've certainly been blessed with an abundance of sass, haven't you? But it's your interstellar currency I'm interested in, not your nethers. Gut, Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the Groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Aber wenn du Skrupel hast... Naja, kommt drauf an, wir machen alles für Geld. Do you know Edna? Nein. Over in engineering? Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the Groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. Ja, und? Warum wurde Roseway aufgegeben? Can't say I know for sure. Maybe it never really was. Sounds like someone poking into somewhere they shouldn't be got into a spot of trouble. Comm centers don't operate themselves, Captain. Someone had to have sent that distress call manually. Those corps are cleverer than all get out. Might have been a ruse to keep the rest of the board from sniffing around. Hm. Vielleicht so eine Art automatisierte Nachricht? Kann ja auch sein. Edna didn't seem to think so, and I trust the dear girl's judgment. Well, maybe not in men, but she knows her comms. So, like as not, someone's been down there recently. And if someone set up shop in Roseway, I'd wager they got something to hide. Hm. Aber wenn es sich um eine geheime Konzernstadt handelt, warum das SOS? Oder wenn sie dort was zu verbergen haben, werden sie dann sofort das Feuer auf mich eröffnen? Fragezeichen? Ja, wahrscheinlich. Hm, warum das SOS? Maybe whatever they're hiding went to heck, and now they need a few spare hands to clean up the mess. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Hm. Brauchst also jemanden, der für dich da rumschnüffelt. My goodness, aren't you quick on the uptake? I like that. Should you find yourself responding to a certain distress call, and in so doing find yourself in possession of certain valuable corporate secrets, well, then we ought to have a chat over a pot of tea and my famous cookies. Das ist ganz ehrlich, wenn wir da hinfliegen und das braucht eh keiner Hilfe. Und sagen wir mal, Aliens oder Roboter haben das alles und dann töten wir die, rauben sie aus. Wenn die auf uns schießen, töten wir sie, rauben wir sie aus. Also für mich klingt das nach einem guten Plan. Das klingt nie. Nee, ach, das ist, was machen wir natürlich. Wir wollen ja Erfahrungspunkte kriegen und Leute töten. Du kannst dich auf mich verlassen, will ich nicht sagen. Ich komme vorbei, sobald ich etwas finde. Law bless your Adams. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. Don't forget to come find old Gladys when you're done. I found a handsome ceramic mandapillar at a salvage auction last week. Hm, verkaufen tut die auch. Was für... Davon hätte ich gerne. Die kosten 16 pro Stück. Die brauchen wir. Was ist das? Tiefmodul. Pistole. Die haut's aber raus mit 5000, aber will ich nicht. Habe ich was zu verkaufen? Oh, bei der haben wir einen Rabatt. Sehe ich gerade. Eine Scheißwaffe. Hm. Da haben wir ja schon mal eine Mission, die mich eigentlich jetzt auch sehr interessieren würde.
Wir müssen normalerweise jetzt auch hier zum... Da waren wir ja gerade. Zu dem Typen. Das machen wir auch, weil er hier gleich nochmal quasi um die Ecke ist. Der wird uns dann bestimmt nochmal... Was haben wir hier? Hallo. Safe. Was ist unser Safe? Das ist aber alles unser Zeug. Wir haben den Schlüssel dafür. Hachi! Wir haben nichts gemacht. Gut, dass man hier auch nicht durchsucht wird. Was ist das für einer? Du hast aber einen tollen Kopf. Hier kann man sich ja richtig umschauen bei dir. Wir haben noch die Hauptquest, oder? Ja, Charakterfähigkeiten gucken wir uns gleich an. Freie Passage. Ah, das ist schon die Mission von Gladys. Ich wollte doch mit den... Ich muss doch mit den anderen Typen noch reden. Warum ist das jetzt weg? Hätte ich... Ah, nee, ne? Ist ja die Hauptaufgabe. Freie Passage. Nee, da. Sprich mit Udom. Das haben wir noch. Okay. Mit Udom möchte ich gerne nochmal sprechen. Wird bestimmt ein interessantes Gespräch, weil, wie gesagt, er weiß ja, wie der Captain aussieht, deren Identität wir jetzt gestohlen haben. Ich könnte mir echt lustig vorstellen, dass es gleich... Das hat uns natürlich durchschaut. Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. Yeah, no one wants you on Groundbreaker. These stairs are board property. Disperse now or I'll detain you for trespassing. Oh, real scary. You're really gonna arrest us on our station? Okay. Yeah, this is Chief Junlei's ship. You don't own shit here. Step back. I'm required by board bylaws to use excessive force. The Mardets would space you for trying, you waste of O2 scrubbers. Yeah, O2 scrubbers. Look, just get out of here before I tell your captain what you've been getting up to on the clock. Okay, das heißt, die sind nur geduldet, die Konzernleute. We got a date at the Lost Hope anyway. Is this really what you want to be doing with your life, Marcy? Also ein freies Handelsschiff, freie Handelsstation und die Konzernwelt, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, weil die Konzernheinis ja eigentlich nichts zu sagen haben. Ne? Ja, komm. You'd think the board and its agents would be more content. Ach, sitting at the komm, top halt of the system's food chain as they are. Hallo, du hast einen Schnurrbart. Du siehst echt doof aus. Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. He must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? Warte mal, ist irgendwas mit meiner Hand gesagt? Ja. Ah, der hat mein Schiff beschlagnahmen lassen. Das habe ich ja ganz vergessen. Scheiße. Das ist eine richtige Antwort. Ich werde dir mal deinen dürren Hals umdrehen, du dreckige Pissnäcke. Gib mir mein Schiff zurück. Alex spielt keine Rolle. Das wollen wir auch nicht machen. Alex ist tot. Ja, sagen wir einfach, Alex ist tot. Fangen wir langsam an. Oh, no. This is terrible. My dear friend, what devilry is this? In whose miserable fever dream am I trapped? Okay, so viel zu, wir fangen mal langsam an. Oh, Alex. There were so many arguments we'd yet to have. Ja, wir wissen ja, wie er zu ihm stand. He was my dearest friend. My only friend. Bei dem Bart auf you jeden Fall. You have a ship, you must know. That picture of us on the promenade, me hugging him, him wincing. I keep a copy beside my bed. Konzernleute haben ihn getötet. Lügen. Yeah, definitiv. Ah, that's just like him. Such a sentimental man. Tell me, how did he die? Oh, wir lügen weiterkommen.
Wilde Möter haben ihn im lebendigen Leib aufgefressen. Ja, die Möter waren's. No! How dreadful. That was always Alex's greatest fear, you know. Devoured by those fiends. Becoming one with their droppings. Tja, mein herzliches Beileid. Können wir uns jetzt wieder den wichtigen Themen widmen? Right, right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? Also er sucht diesen Wissenschaftler, der uns quasi befreit hat, ne? Den wollen wir natürlich nicht verraten. Also vielleicht noch nicht. Warum hat der Vorstand eigentlich so ein Interesse? Genau, warum hat er das? Wahrscheinlich, weil er ausgebrochen ist oder sowas? You haven't read the posters? He's a terrorist. Ach so. A thief, a madman. It's really in the colony's best interest that we stop him before he does further harm. Habe ich vergessen. Wie kommst du darauf, dass ich irgendwas... Nein, der fragt ja nur. Ich sag einfach Alex, um nochmal auf Alex zurückzukommen, um vielleicht vom Thema auszuweichen, dass Alex ihn nie erwähnt hat. That's... Well, that's just terrible news. Law, what am I going to do now? The board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with? Das mit dem Vorstand ist mir egal. Wollte noch etwas anderes fragen. Wollten wir? Ich frag da nochmal nach. Wie meinst du das, dass der Vorstand dir den Kopf abreißen will? It's personal business, I'm afraid. Miserably... Terribly personal. Dann will ich auch nicht weiter fragen. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Nö, das reicht erstmal. Zier dich nicht so. Wollen wir es wissen? Nachher sollen wir das ja auch noch irgendwie machen für ihn irgendwas. Ich mag die Konzernwelt nicht. Ja, er will den Typen haben, aber... Na gut, vielleicht hat er ein gutes Angebot. I don't intend to be. It's just a matter of trust. Oh, wie kann ich dein Vertrauen gewinnen? Information on the whereabouts of Phineas Wells would go a long way. It's... Well, it's my white whale, I suppose. In Ordnung, ich sag dir, wo der ist. It's fine. Really, it's perfectly fine. I understand. Now, if you've nothing else, please see yourself out. I'd like to drown myself in work. Also, wenn ich ihn verraten will, dann müssen wir hier hingehen. Aber ich weiß noch nicht, warum. Also... Wichtig war nur, wir haben das Gespräch geführt. Wir haben das Schiff, was ich auch vergessen habe, dass wir das wieder freikriegen. Denn jetzt können wir gerne die Mission von Gladys machen. Da habe ich mich voll Bock drauf. Die Mission von Gladys. Das heißt, wir müssen hier erstmal wieder raus. Step lively, Miss Holcomb. I'm not winded. Honest. My boot. So, wir quatschen auch miteinander. Cool. Reparieren. Would hate for you to get left behind, or architect forbid, become lost. Das habe ich vergessen, wo wir hinfliegen sollen für Gladys. Tagebuch. Bei einem Notsignal auf Terra 2. Also Terra 2. Haben wir noch irgendwas, was da hin ist? Terra 2? Irgendwas in der Ecke?
jetzt nicht. Keine Ahnung, wo der Arzt ist. Guck nur kurz durch, ob irgendwo wer was noch zu Terra 2 braucht, haben möchte. Nö. Dann gucken wir uns das einfach mal an. Wer bist denn du? Hey, du Frosch. Kannst du nicht einfach deinen Müll hier vor meinem Schiff hinstellen? Jetzt willst du doch bestimmt nicht mit zu irgendeinem Kacksystem oder was? Hey, we don't know each other yet, but I'm Felix Millstone. I was in the middle of a little discussion with the local authorities when you passed me by. I noticed your ship in port. Got to thinking you might be looking for some crew, so I wandered by, just to take a closer look. Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship. Only thing it's missing is me. Mhm. Tja, hast du mir aufgelauert? Ich weiß es nicht gerade zu schätzen, wenn man mir nachstellt. Du bist ziemlich versessen darauf, dich jemanden anzuschließen, den ich kaum kennst. Ja, nehmen wir das. Yes, I absolutely am. Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. Okay. Ich habe genug gehört, du bist angefeuert. Ja, klar, er ist einfach freiwillig da und was kann er überhaupt? Okay, Felix, betrachte das als dein Vorstellungsgespräch, okay? Oh, Geisteshaltung haben wir hier auch noch zur Auswahl. Wenn du mich überzeugen willst, dich anzuheuern, packst du das aber gewaltig falsch an. Das stimmt auch wieder. Oh, okay. Well, can you give me a couple of pointers? Bist völlig durch den Wind, sei einfach du selbst. Bettel nicht, erzähl mir lieber, warum ich dich in meiner Crew brauche. Genau. Suche nach loyalen Stiefelleckern, schmeichel mir. Als ob dein Leben davon abhängen würde. Nein, das wollen wir nicht. Aber die Antwort wird cool. Ja, erzähl mal, ich will mal wissen, was du kannst. Hey, that's good advice. I like the way you think, boss. Besides, not like there's a line of folks standing around hoping to get on your ship. I'm persistent, I'm eager, and I'm showing initiative. What else do you want in your crew? Langsam gefällt mir die Antwort mit Stiefellecker. Ich versuch's mal mit einem Vorstellungsgespräch. Sure, an interview. That sounds fair. I mean, first time for everything, right? Ask me anything you like. Okay, was fragen wir? Intelligenz. Ich habe Intelligenz. Was hältst du von einem Tortendiagramm? It's delicious. Mock apple pie and a triple-kale crust. Maybe with a little cream on top? Classic. Okay, das war nicht, was ich fragen wollte. Das war nicht die Antwort, die ich hören wollte. Sagen wir mal so. Wie schlägst du dich im Kampf? Was ist deine größte Schwäche, ja? The foreman told me my biggest problem was that I didn't take orders. I told him my problem is not with authority, it's with jackasses. So yeah, I guess my biggest flaw is that I don't suffer idiots. Hope that's not a deal breaker. Ich auch. Das ertrage ich auch nicht. Ja, willst du mir verraten, wie du deine Arbeit hast? I had this foreman, right? Guy never liked me, always trying to get a rise out of me. But I keep my chin up, right? Be the bigger man, I tell myself. He's a spacer's chosen man, though. So when the chosen beat my Rangers the other night, my foreman comes swaggering up with his head full of boasting. Genau. Oder? Ja, du hast deine Ehre des Teams verteidigt. Exactly. I was only doing what any self-respecting Rangers fan would have done. Look, this was a long time coming. Guy thinks he can push me around because he's some sky-high foreman and I'm just a back-based dock worker. Well, former dock worker. Guess I just tendered my resignation. Hm.
Also ist er eigentlich ein Nahkämpfer oder was? Are you kidding? I love a good fight. One time, I took an autoloader's head clean off its servos with one swing of a tossball stick. You can count on me in a scrap, boss. That's a promise. Ja gut, perfekt, du bist angehört. Wow. You don't know how long I've been waiting to hear that. Thanks, boss. You're not gonna regret this. Ja, wir sehen uns dann auf dem Schiff, Vicar. Tschüss. You got a crew now, Felix. Was gehörst du zu meiner Crew, ja? Dann gucken wir mal ganz kurz, was der kann. Der hat schon mal einen dicken Meinungsverstärker. Das ist schon mal sympathisch. Und, ja. Drohung überzeugen. Müssen wir mal ganz kurz gucken, was ich hier noch aufsteigen. Oh, wir haben 30 Punkte. Holla, die Waldfee. Dann machen wir ein bisschen was auf Führung. So, dann machen wir ein bisschen Tech. Tarnung mache ich nur wegen Schlossknacken und Heck. Dialog machen wir auf 55. Fernkampf 40. Verteidigung machen wir 15. Und dann haue ich hier nochmal ein paar Punkte rein, dass wir auf Schlossknacken 50 kommen. Und dann nochmal ein auf. Ach, haben keinen mehr. Okay. Dann wenden wir das mal so an. Aber hier steht nichts von Überzeugung 55. Okay. Das heißt, wir brauchen das von Felix nicht. Wir haben hier noch eine Grundwertung. Hier war noch was mit taktische. Nein, nein, nein. Irgendwas. Grundleben ist auch okay. Ach ne, XP hatten wir schon letztes Mal von den Begleitern ausgewählt. Waffen- und Rüstungshaltbarkeitsverlust. Eigentlich auch gut. Schaltet die Fähigkeit Schnellreise trotz Überladung frei. Ich finde eigentlich Grundleben 50 gut. Reisen, das kann man vielleicht auch gebrauchen. Und das. Aber wer weiß, wie die Gegner noch werden. Mach mal erstmal Grundleben. So, Felix. Kommen wir nochmal zu dir. Nee, wollte ich eigentlich nicht. Tief. Beides ist dasselbe hier eigentlich, oder? Grundleben um 30% erhöht. Nochmal Grundleben. Dann kann er noch Schaden machen. Fernkampfschaden. Das heißt, Parvati ist Nahkämpferin und er ist halt auch wie ich Fernkämpfer. Gut, dann ab aufs Boot. Oder ins Schiff. Ich will wissen, wie es auf der anderen Station aussieht. Da bin ich jetzt richtig gespannt. So, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Will ich mit dir reden? Muss ich mit dir reden? Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Oh ja, das ist auch eine gute Idee. Was weißt du über die Robotereinheit in der Abstellkammer? The unit is a cleaning sam.
Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it. But I've never seen it up and running. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify Sam. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for Sam to properly operate. Dann haben wir ja gleich noch jemanden, dem wir quasi... Ah ja, und wir haben den Notruf erhalten. Yes, Captain. Beginning playback now. There's viscera and death everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. For law's sake, if anyone's receiving this, please send help. What? No, 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 no! Captain, we are now capable of accessing the Roseway landing pad. Also, corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are Anton Crane, Von Cortez, and Orson Shaw. Hmm. What part of the colony would you like to discuss? Terra 2. Where in Terra 2? Ah, wir waren schon auf Terra 2. Any crew traveling to Roseway will find themselves unofficially in officially uncharted space. Roseway has been removed from all Halcyon charts, and anything I could tell you, I can't tell you, because it's illegal. Ja, ist uns egal. Warum es illegal ist, sag's mir trotzdem. Ah, here we go. Due to catastrophic financial losses, Redacted reportedly abandoned the town, shutting down 99.2% of all operations. However, there is an unsubstantiated rumor that Redacted, in actuality, continued to secretly develop Redacted products by experimenting on Redacted, imported from Redacted. How very revealing. Ja, wie informativ. Why else do humans do anything? I believe the decision was a result of money squabbles. I wish I could say more, but as I previously stated, it is against Colony Ordinance C59-002Y. Gut, dann... See you soon, Captain. Ja, bye. Gehen wir nochmal zum Captain-Raum und aktivieren quasi den Roboter. Suchbegriff Sam. Denk daran. Experimentnotiz. Denk daran, du hast bei deinem letzten Job einen ausrangierten Reinigungs- und Wartungsroboter auf den Schrottplatz von Emerald Vale gefunden. Es sollte kein großes Problem sein, den wieder in Betrieb zu nehmen. Mit ein paar wenigen, aber bedeutenden Modifikationen kann ich mir sogar eine kampffähige Variante vorstellen. Man könnte quasi von einer höchst effizienten Säuberungsmaschine sprechen. Das könnte lustig werden. Das denke ich auch. Die zweite Notiz. Entfernung des Werkteils Seifenreiniger erfolgreich. Lieferung des für den Kampf modifizierten Ersatzteil Säurereiniger verzögert. Projektverzug. Jetzt auf 3 Monate geschätzt. Ich habe ja sonst nichts Wichtiges zu tun. Oh, halt. Stimmt ja gar nicht. So, dritte Nachricht und wir haben gerade etwas Wichtiges herausgefunden, aber ich muss es erst lesen. Ich glaube, die Lieferung kommt nicht mehr. Das Teil ist im Transit verloren gegangen und wird so bald nicht mehr eintreffen. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Ich habe von einem Typen gehört, der ein Mädel kennt, die den Händler kennt, der weiß, wo ein Säuberungsreiniger mitgehen lassen kann und der mir für die Info viel zu viel Kohle abgeknöpft hat. Das Teil wurde an eine alte Lageeinrichtung in Roseway geschickt. Wer hätte gedacht, dass ich mal
in das Drecksloch zurückkehre. Zum Glück ist Auntie Cleo schon seit Jahren da raus. Ich hol's mir nach dem nächsten erneuten Halt in Emerald Vale. Wales will, dass ich irgendeine wichtige Person begleite. Details folgen später. Ja. Hast ja mich fast kennengelernt. Gut, das ist also noch eine zweite Sache, die wir bei Rose Vale oder wie der Ort nochmal hieß, erledigen müssen. Dann würde ich mal sagen, Terra 2, wir kommen. Und zwar, genau, Rose Vale. Energie. We're now in orbit above Roseway, Captain. Warum im Orbit? Ich wollte doch da landen, oder nicht? Da habe ich was verpeilt. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Sind aber richtig, ja. Oder war das ein Asteroid oder was? Kann ich jetzt hier aussteigen? So. Kommst mit. Ich mag den Wicker nicht. Ach, der hat die tolle Axt, die ich hingegen. Ach, verdammt. Und wartet, ich könnte Alex vielleicht nochmal eine andere Rüstung geben. Nahkampffertigkeiten, ja. Nö. Brauchst was mit Verteidigungsfertigkeiten? Alles doof. Ich gucke hier mal wegen Fertigkeitsbonus. Aber Ausweichen plus 5 ist okay, aber minus Tarnung. Ich hasse, wenn es irgendwas minus gibt. Und was sind Verteidigungsfertigkeiten? Ist ja auch blöd. Oh, kriegst du das? Alter, siehst du scheiße aus. Ja, ihr habt es wahrscheinlich gehört, da gab es gerade einen Krankenwagen, der hier durchfährt. No guards, huh? I like this place already. Und ich glaube, ich gebe den Leuten keinen Helm mehr. Komm, was machen wir bei Pavati auch? Ich finde, der Helm sieht okay aus, aber irgendwie... Ja, da war das Helmproblem. Kriegen wir einen Helm weg. Stimmt, da war ja was. Kann nur inspizieren, das ist auch elendig kacke. Oh, hier sieht man auch in ihre Fähigkeiten. Das habe ich noch gar nicht gesehen hier. Entfernung, Mittel. Gemischt. Achso, da könnten wir selber noch das Verhalten einstellen. Er ist aggressiv. Ist auch so. Aber ihr Helm passt mir gar nicht. So. Ist auf jeden Fall keine große Welt. Wir haben einen Verkaufsautomaten entdeckt. Hervorragend. Ach, schau mal an.
gleich tolle Sachen. Und? Geht es dahinter noch weiter? Hätte ja sein können. Aber hier ist nichts Tolles. Hier ist nur... Können wir das Schiff von hinten betrachten. Sieht ja eigentlich auch mal nett aus, wenn man so... das Schiff hier von der Seite sieht. Da ist noch eine Kiste und eine Leiche. Shouldn't we be looking into that distress call? Not that I dislike feeling the wind in my hair. Hübsches Schiff. Roboter. Was zu trinken. Irgendwie kippen oder so. Aber die Heilsachen nutze ich ja eigentlich fast nie hier. Was war denn hier drin? Da wird ja irgendwas jetzt drin sein, was uns wahrscheinlich hier gleich töten wird. Oder jagen wird. Und verkaufen tun wir noch nichts. Da hinten ist irgendwie defekter Laderoboter. Alles gut? Bin noch vorsichtig. Okay, aber bisher ist hier nichts. Oh, doch da. Möter. Oder sowas ähnliches. Komm hier an. Alter. Alter, was schießt denn da noch? Oh, Säureschaden. Raptidon. Raptidon, okay. Große Viecher, die mir jetzt schon auf den Sack gehen, aber... Mal, dass wir gegen einen Gegen gefahren, okay. Oh, er hat sich versucht zu verteidigen. Standardsoldat-Klamotte. Warte mal ganz kurz. Felix, neue Klamotten für dich. Die sehen scheiße aus. Schleichen, ja komm, ist mir lieber als das. Jetzt vom Aussehen natürlich war andere die Rüstung besser, die wäre auch noch viel besser, aber die sah ja so scheiße aus. Da gehen wir noch nicht rein, wir gehen hier erstmal, oh hier liegt auch noch Munition. Kann ja sein, dass auch noch drin was ganz anderes ist. Ich würde aber trotzdem hier erst gerne die Gegend außen auskundschaften. Vielleicht gibt es ja nochmal neue Waffen und so. Ich habe sein Beinchen verloren. Cleo Sicherheitsdienst-Rekrut. Oder braucht die Waffe dann wohl nicht mehr? Nur noch kippen. Was zu trinken. Oh, Akten auf dem Klo.
kommt denn der Müll her? So, alles heile. Ach, da kommt der Müll ein bisschen her. Okay. Hier haben wir was. Altes Tagebuch. Dad, ich schreibe dir das, falls du den Weg hierher zurückfinden solltest. Tut mir leid, dass ich dich, dass ich nicht da war, um dich zu sehen. Sie schaffen uns aus der Siedlung raus. Uns alle. Ich weiß nicht, wo wir hingehen. Wo auch immer es ist, ich hoffe, es gibt wieder so ein gutes Labor wie in Roseway. Wir haben gute Arbeit geleistet. Tatsächlich mal echte Wissenschaft. Keine Ahnung, warum sie uns umsiedeln. Und ich weiß nicht, wann wir einander wiedersehen. Aber Dad, tu mir einen Gefallen und verbrenn dieses Tagebuch. An sich darf ich den Namen Roseway nicht mal erwähnen. Laut Konzernleitung hat diese Siedlung nie existiert. Ich will nicht in Schwierigkeit geraten. Okay. Schade, ich dachte eher, es wäre ein Key oder so. Jetzt haben wir richtig gelohnt. Hier ist ein Wissenschaftler. Hier so eine hässliche Baustelle. Die finde ich echt hässlich. Diese Baustellen, weil das auch... Kann man nicht hingehen, also nicht drauf gehen. Versiegelt. Flammenwerfer. Ja, hallo. So, hier ist komisches Gestein. Da hinten ist noch so ein Leuchtevieh. Zwei, also so ein großes. Ah, Raptidon-Koloss. Aber ich sehe jetzt nicht, was wir da einsammeln könnten. Achso, wo war hier drin? Kommt man hier rein? Das Gebäude. Ne, ist auch versiegelt. Kommt man hier vielleicht anders rein, weil Zugangszeit scheint ja nur... Ich sehe jetzt auch keine Kiste. Oh, wir können doch rein, cool. Ah, hier ist doch eine Kiste. Ah, oh, ich habe sie nicht gesehen. Revolver, Jagdgewehr. Boah, nehmen wir alles mit. Ist das Jagdgewehr besser als das, was ich habe? 53 Schaden und nein. Schade. Die Tür ist auch versperrt. Das heißt, da könnten wir uns auch reinhacken. Was ist das denn? Der Stab der Wahrheit. Sicherheitsklinge. Aluhol. Leichte Munition. Und wieder Lesematerial beim Klo. Ein Helm. Taktischer Schutzhelm. Du kriegst den aber nicht. Vielleicht ist das ja was für mich. Medizin 5. Naja, das ist nicht. Schlanghaut. So brauchen wir Schlanghaut. So, Terminal, Zugang.
Persönliche Dateien. Persönliche Dateien. Fehler. Alle persönlichen Dateien wurden aus dem Speicher des Terminals gelöscht. Hinweis. Alle in den Terminals des Labor und Außenposten Roseway gespeicherten Dateien und Informationen sind Eigentum von Bounty Cleo. Versuche, gelöschte Daten wiederherzustellen, stellen Diebstahl dar. Okay. Nachrichten von Verwaltung. Das sind noch lange Nachrichten. Lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, alle Aktivitäten des Labors und Außenpostens Roseway werden mit sofortiger Wirkung eingestellt. Auntie Cleo schätzt seine Loyalität zu unserem Konzern und kümmert sich gerne um Transport und Umsiedlung in eine von drei verfügbaren Auntie Cleo Arbeitersiedlungen. Dabei gelten die folgenden Einschränkungen. Umsiedlungsgebühren werden vom Lohn abgezogen. Ha, ist ja toll. Sollte dein Lohn die notwendigen Umsiedlungsgebühren nicht decken, kannst du einen Antrag auf Gewährung eines Umsiedlungsgebührenkredits einreichen. Die Bewilligung von Krediten erfordert eine Überprüfung deines beruflichen Werdegangs und deiner Lebenszeitakte. Wenn du dich für eine Überprüfung bewerben möchtest, reiche bitte einen Antrag auf Eingliederung in unsere Überraschungsüberprüfungswarteliste ein. Überraschungsüberprüfungswarteliste. Aha. Bitte lege die Überprüfungsgebühr in voller Höhe bei. Solltest du eine Überprüfung nicht zahlen können, kannst du einen Antrag auf Gewährung einer Überprüfungsgebührenkredit einreichen. Die Bewilligung von Krediten erfordert eine Überprüfung deines beruflichen... Oh Gott. Bla bla bla. Wir danken für deine Kooperation mit Auntie Cleos Umsiedlungs- und Standortsschließungsprotokolls. Bitte denkt daran, dass es ab sofort allen registrierten Angestellten von Auntie Cleo strikt untersagt ist, die Existenz des Labors und Außenposten Roseway zu bestätigen oder zu dementieren. Zur Widerhandlung können mit einer Geldstrafe, obligatorischer Umerziehung oder einer Überraschungsüberprüfung geahndet werden. Hey, Überraschung! Sie werden überprüft und alles dürfen sie selber zahlen. Das ist ein tolles System. Darum sind hier noch Leute, weil die sich wahrscheinlich gar nicht leisten konnten, die Umsiedlung zu bezahlen. Hey, ist das Gunfire? Ja, das kann wohl gut sein. Aber das werdet ihr jetzt nicht mehr sehen. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt einen Break und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst da gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten geht's nächstes Mal weiter mit Roseway. Ciao!